Nun, gesegnete Leute, der Herr Jehova hat mit mir gesprochen. The Lord God Almighty, der Herr Gott, der Allmächtige, he has spoken with me. Er hat mit mir gesprochen. Jehova El Olam. The tremendous God of Israel. Der enorme Gott von Israel. He took me into Europe again. Er brachte mich wieder nach Europa. Right now, as you are all aware, jetzt gerade, wie ihr euch alle darüber bewusst seid, the nations of Europe are under the judgment of God. Die Nationen von Europa sind unter dem Urteil Gottes. Spoken by my tongue. Von meiner Zunge ausgesprochen. You can see the war that is taking place between Russia and the West. Ihr könnt den Krieg sehen, der stattfindet zwischen Russland und dem Westen. In the nation of Ukraine. In der Nation Ukraine. But this day, the Lord took me to Europe. Aber an diesem Tag brachte der Herr mich nach Europa. And he took me to Spain, Madrid. Und er brachte mich nach Spanien, Madrid. And immediately I arrived into Spain. Und sofort, als ich Spanien erreichte, fing der Herr an, mir viel sexuelle Sünde zu zeigen, die stattfindet. In Spain, in Spanien, in Madrid, in Madrid. In all over Spain, there's a lot of sexual sin. Überall in Spanien gibt es viel sexuelle Sünde. And then in Madrid. Und dann in Madrid. And then the Lord asked me to bring judgment to these people. Und dann hat der Herr mich aufgefordert, Urteil zu diesen Leuten zu bringen. And this nation. Und dieser Nation. And then the moment I stepped forward. Und dann der Moment, als ich vorangetreten bin. Before the Lord and struck the nation of Spain, vor dem Herrn und als ich die Nation von Spanien geschlagen habe, with the judgment of God, mit dem Urteil Gottes, I pronounce repent, habe ich verkündet, tut Buße. Repent Spain. Tut Buße, Spanien. Repent the people of Spain. Tut Buße, die Leute von Spanien. And return to Jesus. Und kehrt zurück zu Jesus. Receive Jesus as your Lord and Savior. Empfangt Jesus als euren Herrn und Erretter. And the Lord will save you. He will restore you. Und der Herr wird euch erretten, er wird euch wiederherstellen. Otherwise it shall be known that the mouth of the Lord Almighty has spoken. Ansonsten wird es bekannt sein, dass der Mund von dem allmächtigen Herrn gesprochen hat. In dem Moment, wo ich sie geschlagen habe mit diesem Urteil, schlug ein massives Erdbeben auf Madrid. Ein massives Erdbeben kam nach Spanien und geschah in Madrid. Wir sind uns darüber bewusst, dass ich die USA gerichtet habe. Und es gibt ein massives Erdbeben, welches kommt, um Washington zu schlagen. Ich sehe das Washington-Gedenkmal, dass es nach unten stürzt, kollapsiert. I've seen the National Cathedral. Ich habe die nationale Kathedrale gesehen. Die Seite, die rechte Seite, als ich zu ihr schaute, kollapsierte eine Seite davon. I've seen the Capitol Hill. Ich habe Capitol Hill gesehen. One side of the dome. Eine Seite von dem Dom kollapsierte. I've seen the White House shaken. Ich habe gesehen, wie das Weiße Haus erschütterte. Very, very violent until water came from underneath. Sehr, sehr gewaltsam, bis das Wasser von unten hervorkam. Wir wissen, dass Urteil bereits ausgesprochen wurde über die USA. Und an dem anderen Tag zeigte der Herr mir wieder im Traum den US-Präsidenten. Speaking in a dream, and he said, er sprach in einem Traum und er sagte, this nation now stands judged by the Lord. Diese Nation ist jetzt vom Herrn gerichtet. Has been judged by the two mega prophets of Yahweh. Wurde gerichtet von den zwei Megapropheten von Yahweh. In the dream. Im Traum. But now, aber jetzt, the judgment of God in Europe, das Urteil Gottes in Europa, is escalated, ist eskaliert. And there is a massive earthquake coming to strike Spain. Und es gibt ein massives Erdbeben, welches kommt und auf Spanien schlagen wird. And especially Madrid. Und besonders Madrid. And the Lord took me to the restaurants of Madrid. Und der Herr brachte mich zu den Restaurants in Madrid. Ordering for food and all this. Während sie Essen bestellen und all dies.
And after the earthquake, I saw that it was a very terrible time. Und nach dem Erdbeben sah ich eine sehr schreckliche Zeit. People were running up and down. Die Leute rannten hoch und runter. So the Lord is asking the nations of Europe to repent. Nun, der Herr fordert die Nationen von Europa auf, Buße zu tun. Look at how I have struck Europe with the war. Schaut, wie ich Europa geschlagen habe mit dem Krieg, that is now between Russia and the West, welcher jetzt zwischen Russland und dem Westen stattfindet and going on in Ukraine. Und in der Ukraine stattfindet. Look at what is happening in Mariupol. Schaut euch an, was in Mariupol passiert. Look at what happened to Bucha, which is a suburb 16 kilometers from Kyiv. Schaut euch an, was in Bucha geschah. Es ist ein Vorbezirk, 16 Kilometer entfernt von Kiew. Mass grave, a lot of people killed. Massengrab, viele Leute sind getötet. Look at what is happening to Odessa this morning. Schaut euch an, was an diesem Morgen in Odessa passierte. The oil refineries have been blown up. Die Ölraffinerien wurden gesprengt. With missiles. Mit Raketen. The Lord is asking the nations of Europe also to repent. Der Herr fordert die Nationen von Europa auch auf, Buße zu tun. Right now the Lord has turned his attention to the nations of Europe. Jetzt gerade hat der Herr seine Aufmerksamkeit zu den Nationen von Europa gewendet. The church in Europe is apostate, has fallen. Die Gemeinde von Europa ist im Glaubensabfall, sie ist gefallen. The church in Europe is away from the Lord. God does not even speak with them. Die Gemeinde von Europa ist weg vom Herrn. Gott spricht nicht mal mit ihnen. They don't even have the authority of the Lord anymore. Sie haben nicht einmal die Autorität des Herrn mehr. They don't command the authority of salvation. Sie ordnen nicht einmal die Autorität der Errettung an. So the Lord is asking the nations of Europe to repent. Nun, der Herr fordert die Nationen von Europa auf, Buße zu tun. And turn away from sexual sin, homosexuality. Dass sie abkehren von der sexuellen Sünde, Homosexualität. That is full all over Europe. Es ist voll damit. Überall in Europa und legalisiert in, every European country. In jedem europäischen Land. The lesbians are holding each other, walking, kissing each other in the streets. Die Lesben, sie umarmen sich. Sie gehen zusammen, küssen sich in den Straßen. The gay men, die schwulen Männer, are walking and kissing one another in the streets. Sie gehen und küssen sich in den Straßen. Even the parliamentarians in Europe, sogar die Parlamentarier in Europa, are gay. Sie sind schwul. They are homosexual, the leaders. Sie sind Homosexuelle, die Leiter. And there is prostitution, women and men all the time. Und es gibt Prostitution, Frauen und Männer, die ganze Zeit in sexueller Sünde. So the Lord Almighty, nun, der Herr, der Allmächtige, has commanded Europe repent. Hat verordnet, dass Europa Buße tut. I see an earthquake coming to strike Spain. Ich sehe ein Erdbeben, welches kommt und auf Spanien aufschlagen wird. Madrid. I was in Madrid just a few minutes ago. Ich war in Madrid einige Minuten zuvor. And the Lord has commanded me to strike that nation. Und der Herr hat mir verordnet, diese Nation zu schlagen. With the judgment of God, the wrath of God. Mit dem Urteil Gottes, den Zorn Gottes. The Messiah is coming. Der Messias kommt. The tribulation is near. Die Trübsal ist nah. The rapture of the church is about to take place. Die Entrückung der Gemeinde ist kurz davor stattzufinden. You need to prepare for the kingdom of God, the nations of Europe. Ihr müsst euch vorbereiten für das Königreich Gottes, die Nationen von Europa. Right now the Lord has turned his wrath upon the nations of Europe. Jetzt gerade hat der Herr seinen Zorn zu den Nationen von Europa gewendet. And look at the war that I've struck Europe with. Und schaut euch den Krieg an. Ich habe Europa mit dem Krieg geschlagen. In Ukraine. In der Ukraine. Between Russia and the West. Zwischen Russland und dem Westen. Look at the energy shortage. Schaut euch den Energiemangel an. Even Germany, they are being told, sogar in Deutschland wird ihnen gesagt, to now use their gas, dass sie jetzt ihr Gas nutzen sollen. Their natural gas very sparingly. Since when? Dass sie ihr natürliches Gas sehr sparsam verwenden sollen. Since when do Europeans live like that? Seit wann leben die Europäer so? Even the Netherlands were told to use their gas. Sogar wurde den Niederlanden gesagt, dass sie ihr Gas nutzen sollen. Very carefully. Sehr sorgsam. Just little, eh? Nur wenig, wenig. Frugal. Since when? Seit wann? The wrath of God has now come to Europe. Der Zorn Gottes ist jetzt nach Europa gekommen. And God has commanded Europe repent. Und Gott verordnet Europa, Buße zu tun. The nations of Europe repent. Die Nationen von Europa tut Buße. I see an earthquake coming. Ich sehe, dass ein Erdbeben kommt.
to Spain. Nach Spanien. I was in Madrid just a few minutes ago. Ich war gerade in Madrid, einige Minuten zuvor. And the Lord commanded me to strike that nation with the judgment of God because of sexual sin. Und der Herr verordnete mir, diese Nation mit einem Erdbeben zu schlagen wegen sexueller Sünde. My voice from heaven is sex. He said there's a lot of sexual sin. Per Stimme vom Himmel sprach er, es gibt sehr viel sexuelle Sünde. He spoke sexual sin. Er sprach, sexuelle Sünde, die dieses Land betrübt und all die Nationen von Europa. Schaut euch an, wie sie tanzen. Sie nennen es Ballett oder was? Nudity, everything they do is evil. Nacktheit, alles was sie tun, ist boshaft. Very, very evil against the Lord. Sehr, sehr böse gegen den Herrn. They have abandoned God. Europe has rejected God. Sie haben Gott verlassen. Europa hat Gott abgelehnt. Heute habe ich euch geschlagen mit dem Zorn Gottes, die Nationen von Europa. Ich habe euch wieder geschlagen und ich habe euch ein drittes Mal geschlagen. Und ihr werdet wissen, dass der Mund des Herrn, er hat gesprochen. Und dass der Messias kommt.